Der einzige Auftrag heute, das muss ich natürlich mal festhalten, neben dem Livestream, sehr genau an 12 Stunden und so, hoffentlich passiert denn irgendwie was. Bremsbelagstausch bei der Hinterradbremse bei einem Koratec. Hier ist das Rad, da ist die Bremse und wir tauschen den Belag. Denn man zieht am Hebel fast durch und es passiert nichts. Jetzt kommt der alte Belag runter, also den schrauben wir ab. Kann man sehr schön sehen, wie abgebremst er ist. Da ist ja nichts mehr drauf. Kein Wunder, dass er nicht bremst. Die andere Seite auch. So, und dann hier immer diesen hier. Fällt schon freiwillig alles ab. Und die sieht auch nicht besser aus. Nichts mehr. Nichts mehr zu holen. Einmal neuer Bremsbelag. Ganz simpel, der kommt ran. Bei den Spacern hier aufpassen, dass sie richtig rum dran sind. Bei diesem Rahmen gehören die dicken nach innen und die dünnen nach außen. Also tauschen. Dick nach innen. Ausgleichsscheibe. Und die dünnen dann außen dran, da der Rahmen etwas breiter ist. Für dickere Reifen. Jetzt wird das Ganze noch richtig fixiert, eingestellt und fixiert. Die Einstellung sieht schon ganz gut aus. Kann noch fixieren. Das machen wir. Kann es da alle fixieren? Die Bremse das Spiel. Ei, ei, ei. Boah, diese billigen Bremsen, furchtbar. Gut, es ist nicht zu ändern, es ist wie es ist. Ja, und das war's. Jetzt wird noch aufgepumpt und das war's. Und Nummer 2 und das war's. Bis zum nächsten Auftrag.